Hallo, einen schönen guten Abend. Wir senden live aus dem Schwutzstudio in Berlin und ich freue mich, dass ihr natürlich alle eingeschaltet habt an euren Handys oder womöglich sitzt ihr noch vor eurem Schreibtisch oder im Wohnzimmer auf dem Sofa. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr auch einfach draußen und genießt die Sonne, während wir hier in der Dunkelkammer sitzen. Und ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Mein Name ist Felicia Mutterer. Ich bin Journalistin und freue mich, dass ein wahnsinnig großartiger Sportjournalist mit hier im Schwutz dabei ist. Das ist Philipp Köster, bekannt aus Funk und Fernsehen und natürlich auch als Gründer und Chef von Elf Freunde. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Bin gerührt und geschüttelt. Das ist wunderbar, dass du da bist. Wir sprechen heute auch über ein, ja, ich finde, sehr wichtiges Thema. Es geht um Homosexualität im Fußball, Schrägstrich im Sport. Und wenn man darüber so spricht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, also wenn ich irgendwie sage, ich habe da schon etliche Feature etc. dazu gemacht, dann sagen immer alle so, ach, ja, aber der Jogi Löw, der ist doch ganz sicher schwul. Und der Manuel Neuer auch. Die Liste ist unendlich lange. Geht dir das auch so? Nicht, dass ich jetzt die Liste mit dir fortführen will, aber kennst du das Phänomen, dass dann alle sagen, wer da noch so draufsteht? Also man kann tatsächlich keine Kaffeetafel und kein Abendessen dann überstehen, wenn dieses Thema aufkommt, ohne dass natürlich sofort gefragt wird, weißt du da was? Offenkundig ja, provoziert es unfassbar viele Fantasien, weil man natürlich den Fußball als so le leicht vermockten Herrensport kennt, in dem das irgendwie noch ein Tabu ist und irgendwie scheint es alle zu faszinieren, ob möglicherweise der Bundestrainer oder Philipp Lahm oder Manuel Neuer oder wer auch immer. Also der Fantasie sind da auch keine Grenzen gesetzt und natürlich fragt man sich manchmal, woher kommt diese Faszination überhaupt? Ja, vielleicht auch die ganzen Liebkosungen, die auf dem Fußballplatz stattfinden. Bei den Frauen ist es ja gerade gegenteilig, ne? Da ist im Prinzip jede Fußballerin wird gleich damit in Verbindung gebracht, dass sie lesbisch, mindestens bisexuell sein muss. Da geht gar nichts anders. Warum ist es eigentlich so? Das wollen wir uns natürlich heute fragen. Warum ist der Sport, ich sage auch immer gerne, so das letzte Bollwerk der Männlichkeit, wo Homosexualität zumindest auf der männlichen Seite so überhaupt gar keine Rolle spielen darf. Und was muss dazu gemacht werden? Da habt ihr mit Elf Freunde einen Beitrag geleistet mit eurer Kampagne. Ihr könnt auf uns zählen. Das ist, kannst du vielleicht auch ein bisschen besser sagen, 800 Fußballerinnen und Fußballer habt ihr dafür gewonnen. Was war da euer Ziel, Philipp? Tja, also wir haben eigentlich festgestellt, dass nach all den Jahren, nachdem Thomas Hitzlsperger als erster so sich getraut hat und gesagt hat, ich bin homosexuell, er hat das ja tatsächlich auch dezidiert nach der Beendigung seiner aktiven Karriere gemacht hat, da haben wir in der Redaktion zusammengesessen und festgestellt, es hat sich seitdem gar nicht so viel getan. Es haben ja immer alle Leute gesagt, wenn es den ersten gibt, dann gibt es Dann Hunderte, die da fallen alle. hinterherkommen, dann brechen alle Dämme, dann ist alles wunderbar und plötzlich ist der Fußball liberal und plötzlich hat er für Homosexuelle, für Menschen vielleicht auch mit anderen Biografien, für Schwarze, für Frauen, für alle plötzlich ein Herz. Und dann haben wir festgestellt, es hat sich überhaupt gar nichts getan. Und wir haben eben auch festgestellt, dass immer eigentlich der Druck auf den Homosexuellen war. Bitte outet euch doch mal, traut euch doch mal, sagt doch mal in der Kabine offen, redet mit euren Trainern. Und wir haben uns überlegt, wie könnte man eigentlich den Druck umkehren oder wie könnte man die Perspektive umkehren. Und tatsächlich geht es ja eigentlich darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sowas überhaupt möglich ist. Und da geht es ja auch nicht nur um Homosexualität, da geht es auch darum, ja, vielleicht einfach nur nicht der Norm zu entsprechen, kann ja auch Oder passieren. einfach nur Frau zu sein. Oder nur Frau Also zu sein, nur Frau zu sein, das ist im ja. Sport durchaus auch eine Dimension, die man nicht vergessen darf. Also ich sage an der Stelle immer gerne, 85% der Berichterstattung dreht sich um die Männer im Sport. Wo bleiben Exakt. denn da die Frauen? Also ich weiß ja auch, ich habe zwar nie bei Elf Freunde gearbeitet, aber in den öffentlich-rechtlichen Sportredaktionen, da war das eben so. Also wir wollen heute darüber sprechen, ob eure Aktion, was da so der Weiterdreh ist, was hat sie denn eigentlich jetzt gebracht, was ist der Status quo, was muss denn noch passieren und welche Rolle spielen denn überhaupt auch neben Solidaritätsbekundungen auch zum Beispiel Vereine, Verbände, was kann jeder Einzelne von uns tun, um da einen Beitrag zu leisten, damit wir ein Klima der Offenheit überhaupt haben. Und das ist nicht so, dass Philipp und ich jetzt hier alleine uns ein bisschen austauschen, sondern wir haben eine wahnsinnig tolle, illustre Gästeliste zusammengestellt, die ich jetzt natürlich auch niemanden vorenthalten will, auch wenn, also
um es nochmal zu sagen, Philipp und ich sind getestet hier miteinander jetzt zu Werke und alle anderen sind uns auf einem, sind uns auf dem digitalen und sehr vertrauten Corona-Wege mit uns verbunden. Und das ist zum einen, ich stelle jetzt mal der Reihe nach vor, Katrin Frink, Co-Trainerin bei den Eisbären Berlin Juniors, Frauen und teilt die Perspektive heute mit uns. Wie geht's denn eigentlich in anderen Sportarten zu, / im Eishockey? Dann haben wir dabei Johannes Anzeneder. Er ist im Bundesjugendvorstand des Deutschen Hockeybundes und hat sich dort für das Spielrecht für trans, inter, divers eingesetzt. Mit Erfolg, das kann man an der Stelle schon einmal sagen. Und wir haben mit dabei Dina Orschmann, Bundesligaspielerin bei Turbine Potsdam. Und gemeinsam mit Christian Rudolph, den muss man an der Stelle natürlich auch einmal erwähnen. Christian, du musst natürlich erwähnt werden. Wir sind heute eine Veranstaltung der Sportpride.net, gemeinsam mit DAZN und 11 Freunde. Deswegen bist du auch da. Ihr seid sozusagen die Väter dieser Veranstaltung. Und eben Dina Orschmann, gemeinsam mit Christian macht ihr die Athletes Out-Kampagne, an der ihr gerade gemeinsam arbeitet. Und du hast auch noch deine Teamkollegin China mitgebracht. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und als letzter im Fußballbunde haben wir noch den Ralf Gunesch mit dabei, Kommentator bei DAZN und ehemaliger Fußballspieler. Da gibt es sicherlich einiges, was wir mit dir auch noch besprechen werden. Und du bist quasi in der ersten Gruppe, weil wir haben uns so eine kleine Grundstruktur überlegt für den Ablauf jetzt, weil es sind jede Menge Gäste, werdet ihr mitbekommen. Und wir müssen uns ein wenig aufteilen, dass wir im ersten Block ein bisschen mehr über Fußball sprechen und dann auf die weiteren Sportarten kommen. Und ich suche die Kamera, deswegen schaue ich auch etwas betröppelt durch die Gegend. Nirgend ist was rot. Ah, da ist jetzt wieder was, da ist die Kamera, da blinkt es auch. Man reagiert doch immer auch gerne auf Zeichen. Wie auch immer, im weiteren Teil besprechen wir dann den Sport allgemein. Und ich sag's mal so. Interaktion ist gewünscht. Ihr könnt alle mitmachen, mitkommentieren, Fragen stellen. Wir versuchen, die dann hier auch alle unterzubringen. Und mir ist es eigentlich ganz recht, je mehr ihr macht, desto weniger muss ich fragen. Es kommt mir also durchaus entgegen, von Natur aus faul. So, aber jetzt fangen wir an wollen in unsere kleine Runde eintreten. Wir haben ja gerade schon angefangen, ein bisschen darüber zu plaudern, dass du auch gesagt hast, der Reflex geht oft oder mir zugestimmt hast, der Reflex oft geht zu diesem Outing hin und dass ihr mit der Kampagne ja mehr versucht habt. Wie war das denn überhaupt erstmal, diese Kampagne zu starten? Weil ich kann mich als Journalistin, die in den 2000er Jahren da sehr viel zu recherchiert hat, noch erinnern, es war immer ein bisschen schwierig, da auch gerade männliche Fußballer dazu zu begeistern, da irgendwas zu sagen. Thomas Tuchel ist mir als Trainer in guter Erinnerung geblieben, der hat immer was gesagt. Ja. Wie war das bei euch, da überhaupt diese 800 Leute zusammenzukriegen? Das war gar nicht so einfach. Also wir haben uns natürlich ein bisschen, gerade als wir dieses Manifest, diese Erklärung formuliert haben, ein bisschen rückversichert, ist das jetzt peinlich oder ist das anbiedernd oder verletzen wir möglicherweise auch nochmal so ein paar ästhetische, innerliche, stilistische Codes. Nachdem wir sicher waren, dass das auf jeden Fall jetzt nicht total peinlich ist, haben wir das an ein paar befreundete Spieler, Trainer, Funktionäre geschickt und gesagt, wäre das was, was ihr auch unterstützen würdet, wenn wir damit an alle rangehen. Und die haben erstmal gesagt, macht das unbedingt. Dann war es allerdings so, dass wir an die Vereine rangegangen sind, an einzelne Spieler rangegangen sind und das war teilweise gar nicht so einfach, die davon zu überzeugen. Das lag einerseits daran, dass natürlich die Vereine, die Verbände, die Funktionäre, die Spieler, die haben alle inzwischen ihre eigenen Gedenktage. Ne? Dann ist das der x-te April, der 25. September oder was auch immer. Da ist dann so die allgemeine Aktion, das machen dann alle gleichgeschaltet. Da kommt so eine Aktion, die von außen kommt, gar nicht so recht. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich auch, wie sieht denn das aus, wenn von 27 Spielern in einem Kader 24 unterschreiben und 3 gar nicht. Sind die dann dagegen? Ist das dann möglicherweise auch von anderen Medien dann so aufgenommen, dass sie sagen, oh, die wollen das nicht oder die finden das nicht gut oder sind möglicherweise gegen Homosexuelle und so weiter. Also da gab es ganz viel Ängste und viel Redebedarf. Wir haben ja mit ganz, ganz vielen Leuten auch gesprochen und bei manchen sind wir auf Granit gestoßen, muss man ganz klar sagen. Der FC Bayern hat zum Beispiel nicht mitgemacht, weil die sagen, wir machen unser eigenes Gedenken. Das Stadion in Rainbow oder was? Ja, oder sie sagen, wir haben unsere Haltung, unsere Meinung ohnehin schon genügend kundgetan, das brauchen wir jetzt nicht nochmal mit euch zusammen machen. Kann auch sein, dass wir jetzt als Absender vielleicht jetzt auch beim FC Bayern nicht so waren, dass die sofort gesagt haben, wir rollen jetzt mal den roten Teppich aus. Aber es war zum Beispiel so, Leon Goretzka hat jetzt gerade noch ein Interview im Reisemagazin der Deutschen Bahn gegeben und hat gesagt, beim nächsten Mal mache ich da gerne mit. So, ne? Also es hat möglicherweise auch am Verein gelegen und andere waren total
total schnell dabei, FC St. Pauli sehr, sehr schnell, Arminia Bielefeld sehr schnell und so viele andere. Insofern ganz unterschiedlich, aber man hat eben gemerkt, es gibt vor allen Dingen Redebedarf und auch viele Ängste. Die Ängste, kannst du die noch ein bisschen näher beschreiben? Naja, also wir bewegen uns ja im Männerfußball immer noch, auch im Jahr 2021, in einer Männergesellschaft, ne, die männliche Stereotype produziert, der Fußballer, der Athlet als starker, unbezwingbarer Held, als einer, der nie Schwäche zeigt, als einer, der auch noch in kniffligsten Situationen auf dem Platz ruhig bleibt und die richtige Entscheidung trifft. Und in dieser Männerwelt ist erstaunlicherweise Homosexualität immer mit Schwäche konnotiert, mit Weiblichkeit und dann eben auch wiederum mit Schwäche, was noch kurioser ist, mit Irritation, mit einer Störung dieses klassischen Männerbildes, der dann irgendwie im Fell raus aus der Höhle geht und das Mammut jagt. Also da hat man das Gefühl, es gibt so ganz, ganz alte Typologien, die demnach, also die da reproduziert werden. Und da ist man noch nicht so richtig von weg, ne? Es mag in der ganzen Gesellschaft schon unfassbar viele Diskussionen geben. Also diese Diskussion führt der Fußball noch nicht so, wie es sollte. Ja, da ist es ja quasi schon mutig, dass Manuel Neuer jetzt bei der Nationalmannschaft in der Rainbow-Kapitänsbinde spielt. Ja, also, das ist das Verkraftbare. Thomas Hitzlsperger hat jetzt mal neulich noch mal was gesagt, was ich ganz bedenkenswert finde, nämlich, dass ihm tatsächlich diese Regenbogenfahne inzwischen ein bisschen zu inflationär benutzt wird. Also man hat das Gefühl, jeder, der auch nur irgendwas mit Toleranz am Hut hat oder zeigen möchte, dass er tolerant ist, zieht sich eine Kapitänsbinde, eine Regenbogenfahne. Oder hat eine Eckfahne oder postet das mal auf seinem Instagram-Account. Also da gibt es tatsächlich inzwischen so eine, naja, so eine Allgemeingültigkeit, die möglicherweise dieser speziellen Fahne und diesem Zeichen gar nicht so gerecht wird. Aber ich habe schon das Gefühl, und das haben diese 800 Leute gezeigt, das haben auch die Diskussionen gezeigt, dass der Fußball irgendwann begriffen hat, dass er sich öffnen muss und dass er sich insbesondere einer gesellschaftlichen Situation stellen muss, die heutzutage einfach da ist. Und der Fußball wird irrelevant, wenn er das nicht tut. Und ich glaube, da gibt es immer mehr, die das begriffen haben. Ralf, du bist ja selbst schon in der Kabine gesessen, hast bei St. Pauli gespielt und bist natürlich auch aufgrund deiner beruflichen Weiterfahrt ein großer Experte. Aber was ist denn das Problem, wenn man da so als Spieler unterwegs ist? Wie geht es da in der Kabine zu? Wird das überhaupt mal thematisiert, dass man da irgendwie nicht die 100. Frau hat? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich muss dazu einschränkend sagen, ich habe bis 2015 gespielt, also sind jetzt schon ein paar Jahre, ist ein paar Jahre her. Aber zum Beispiel ist das Coming-out von Thomas Hitzlsperger tatsächlich noch in dieser Zeit gefallen. Und man muss ganz klar sagen, dass die Reaktionen auch nicht durchweg positiv waren, sondern es, naja, auch ganz viele dieser Aussagen in die Stoßrichtung, die Philipp eben nannte, dass das schon auch mit einer gewissen Schwäche verbunden wird oder in Verbindung gesetzt wird. Und man muss sich nur daran erinnern, was ein ehemaliger Nationaltorwart zum Thema Hitzlsperger gesagt hat, der mit ihm zusammengespielt hat. Da kannst du dir tatsächlich nur an den Kopf fassen. Also es ist nun mal so, dass wir auch in einer Fußballkabine ein Querschnitt einer Gesellschaft sind. Und ich bleibe dabei und Philipp, du weißt, ich unterstütze die Aktion und das werde ich auch weiterhin bedingungslos tun und müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selbst irgendwann in so einer Blase befinden, wo wir das Ganze ganz toll finden, weil gleichzeitig höre ich dann von Leuten wie zum Beispiel Philipp Lahm, der halt das ganze Thema sehr, sehr kritisch sieht, also ein mögliches Coming-out eines Fußballprofis. Und das ist jetzt ein Spieler, der jetzt rein fußballerisch zu den besten Spielern gehört, die Deutschland nicht nur in den letzten Jahren, sondern in seiner Fußballgeschichte hatte. Und wenn so ein Spieler dann was raushaut, oder ein Ex-Spieler in dem Fall, angehender Funktionär, ich glaube schon, dass das auch ganz viele aktive Spieler ein Stück weit beeinflusst und vielleicht die Arbeit auch wieder ein Stück weit zurückwirft. Also da ist noch ganz, ganz viel Arbeit zu leisten. Du nickst, Philipp. Stimmst du ihm dazu mit der Einschätzung auch mit Philipp Lahm, was er gesagt hat? Er hat sich ja auf das Umfeld auch bezogen. Er hat ja das ja dann auch nochmal zurückgenommen und gesagt, eigentlich würde er es ja auch begrüßen, wenn sich jemand outen würde. Ja. Also das war tatsächlich auch ein bisschen unglücklich, weil das zeitlich zusammenfiel, aber glaube ich inhaltlich und gar nicht und auch strukturell nicht geplant war. Ich glaube eher, was wichtig ist, was Ralf sagt, ist, natürlich gibt es eine gewisse Klientel von Journalisten, von Leuten wie Ralf und anderen, die sagen, hey, ist doch klar, dass der Fußball sich öffnen muss. Aber es gibt tatsächlich eben auch strukturkonservative Strömungen in so einem Fußballclub. Es gibt einfach auch junge Spieler, die das trotz allem überhaupt nicht wahrhaben wollen oder für die das auch gar nicht so ein Thema ist. Und natürlich ist so ein bisschen die Frage,
Wie erreicht man die denn eigentlich? Erreicht man die tatsächlich mit solchen Kampagnen wie unserer oder versucht man vielleicht noch niedrigschwelliger anzusetzen? Ne? Also vielleicht geht es auch tatsächlich erstmal darum, und das ist mir so in den letzten Wochen und Monaten immer noch mal drum gekommen, dass es gar nicht darum geht, dass wir die Leute ständig auffordern, ey, jetzt macht doch mal ein Coming-out, jetzt bekennt euch doch mal, sondern dass es eher darum geht, dass man einen Schritt vorher hat, dass man sagt, man muss erstmal überhaupt ein Umfeld schaffen, in dem das möglich ist. Und das geht natürlich dann nicht vornehmlich an die Spieler, sondern das geht erstmal an die Vereine, dass dort eine Philosophie gelebt wird, eine Politik gelebt wird, eine Atmosphäre geschaffen wird, in der das gar kein Problem ist oder in der das weniger ein Problem ist. Ich glaube, dann kann man auch darüber reden, ob Spieler sich möglicherweise nochmal bekennen. Aber vorher geht es erstmal darum, einfach eine andere Atmosphäre in den Clubs zu schaffen. Bei dem, was du gerade gesagt hast. Entschuldige bitte, das ist genau das, was ich meine mit der Arbeit, die einfach noch vor uns liegt. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, hier, jetzt mach doch mal. Oder wenn sich vielleicht ein Spieler, der ein besonders enges Vertrauensverhältnis zu einem Funktionär, zum Trainer, zu einem Mitspieler hat oder ähnliches und sich dann öffnet, dann ist es nicht Aufgabe zu sagen, nee, komm, jetzt gehen wir aber los und machen das mal publik. Sondern du musst wirklich als Struktur, als Mannschaftsstruktur, als Vereinsstruktur und als Verbandsstruktur, musst du ein Klima schaffen, in dem sich Spieler und Spielerinnen, beziehungsweise momentan sprechen wir über Fußball von Männern gespielt, in dem sich Spieler so wohlfühlen, dass sie diesen Weg gehen. Ich glaube, es ist auch am Ende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil auch Jungs, die anfangen, Fußball zu spielen, kommen auch aus Elternhäusern, aus Schulen, haben einen Freundeskreis etc. drumherum. Weil ich frage mich halt immer, ob überhaupt, ich sag mal, Jungs, die eben sich als queer und was auch immer irgendwie identifizieren und dann in den vielleicht sehr gut Fußball spielen, dann in diesen Leistungsbereich auch hineinkommen, ob die auch zwangsläufig dann oben ankommen, weil die vielleicht schon vorher sich einfach aussortieren lassen, weil die sagen, ey, ich habe da irgendwie auf gewisse, ich sage jetzt mal wirklich so Männlichkeitsrituale und dieses ganze Gebalze und wie das so patriarchal vielleicht auch strukturiert, keine Ahnung, da kommen ja vielleicht verschiedene Aspekte hinzu, dass da schon vorher so eine so ein Aussiebverfahren stattfindet, dass ja eben Schwule gar nicht mehr im Profifußball ankommen. Ralf, ist das vorstellbar oder ist es eine komische Theorie, die ich jetzt gerade hier in den Raum werfe? Boah, so ganz spontan würde ich wahrscheinlich nicht hundertprozentig damit mitgehen. Also ich glaube schon, dass der Leistungsgedanke da im Vordergrund, also ich möchte es natürlich für den Einzelfall nicht ausschließen, dass durch gewisse Mannschaftsabende oder Ritual oder ähnliches vielleicht da schon der ein oder andere für sich entscheidet, dass das nichts ist, aber das halte ich jetzt so auf den ersten Blick nicht für das größte Problem. Ja, ich dachte nur, ich habe auch ein bisschen an Philipp Lahm angeknüpft, weil der ja auch von Gruppenzwang und so weiter, wie das halt irgendwie so zugeht. Ich war noch nie in der Männerkabine. Philipp, kannst du meiner Theorie ein bisschen mehr abgewinnen? Ich glaube tatsächlich natürlich, dass so Milieus auch auf unterschiedliche Gruppen anziehend wirken oder eben nicht. Und es mag tatsächlich sein, dass es den einen oder anderen, der vielleicht ein Talent entwickelt hätte oder der, von dem man vielleicht denkt, okay, der ist dann doch in der D-Jugend, hat er sich anders orientiert und hat gesagt, ich mache, keine Ahnung, in einen anderen Sport. Das kann schon sein, dass man dann einfach vorab abbiegt, um diese Versuchung oder dieses Problem gar nicht zu haben. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz viele, da würde ich tatsächlich durchaus bei Ralf sein, dass es viele Leute gibt, die wirklich dann auch signalisiert bekommen, da gibt es ein Talent und das kannst du fördern und dann kannst du möglicherweise auch Bundesliga-Profi werden, dass die dann auch sagen, ey, damit komme ich schon zurecht, das mache ich privat, alles, was irgendwie mein Privatleben ist und ansonsten spiele ich einfach Fußball. Aber es kann sein, es ist wahrscheinlich so ein bisschen im anekdotischen oder im spekulativen Bereich. Dina, ich wechsle mal zum Frauenfußball. So, da bist du, Dina. Ja. Ich würde sagen, es ist wichtiger, dass die Männer nach vorne treten, aber bei der Positionierung von Männern in Sachen Homosexualität, Queersein im Fußball, würde ich sagen, da ist es so, da wäre es wichtig, dass wir mehr Männer haben, die nach vorne gehen. Stimmst du mir zu? Da würde ich dir komplett zustimmen. Allein aus dem Aspekt, dass wir bei Frauen natürlich das große Problem haben, dass wenn wir bisexuell leben bzw. lesbisch sind, schon mal ein Klischee bedienen, was im Frauenfußball ja sehr verbreitet ist. Und wir im Frauenfußball auch einige offen lebende, quer lebende Sportlerinnen haben schon.
und wir nicht so das Problem haben, dass wir keine Vorbilder im Sport sehen, was im Männerbereich natürlich aktuell weniger der Fall ist. Hast du das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber zumindest im Kreise deiner Mannschaft, sprecht ihr darüber? Gibt es sowas auch, so eine Angst vor dem Stigmata? Ich würde tatsächlich sagen, dass gerade wir in unserer Mannschaft, aber auch generell im Frauenfußball einfach da schon einen Schritt weiter sind. Dadurch, dass wir so viele Vorbilder auch auf internationaler Ebene schon haben, bei uns in der Mannschaft wird relativ offen damit umgegangen. Und ich glaube, dass es der Frauenfußball sich da schon so ein bisschen weiterentwickelt sehen darf. Ich wünsche mir auch das Ganze halt wirklich eher für den Männerbereich tatsächlich, beziehungsweise für andere Sportarten auch. Wobei ich das beim Frauen, bei den Frauen auch super spannend finde. Es gibt ja so eine Liste, zur WM 2019 gab es die. Da konnten sich Leute eben offen auf diese Liste, also jetzt Fußballerinnen, eintragen. Und ich glaube, es war keine einzige deutsche Spielerin mit an Bord. USA war da ganz weit vorne, Rapinoe und wie sie alle heißen. Aber die deutschen Frauen haben sich da zurückgehalten. Wie kannst du dir das erklären? Ich fand es auch so ein bisschen merkwürdig. Ich kann es mir so ein bisschen erklären, dass wir uns vielleicht oder diesen Schritt nicht so als nötig sehen, weil gerade Medienarbeit wird ja im internationalen Bereich, gerade in Amerika, ja deutlich ja, öffentlicher damit umgegangen, beziehungsweise der Medienbereich ist da ja, hat eine ganz andere Stellung als hier in Deutschland. Und ich glaube, dass wir oder viele deutsche Sportlerinnen zu dem Zeitpunkt nicht den Schritt als nötig gesehen haben, dass so in der Öffentlichkeit sich auf die Liste schreiben zu lassen. Ich finde aber, dass dieser Schritt durchaus nötig wäre und finde, dass man sich da von den anderen Nationen hätte was abgucken können. Und gerade jetzt sind wir auch aktuell in der Zeit, gerade mit der Kampagne, wo man sagt, der Schritt ist definitiv nötig, man erfährt die Erfahrung und man kann da definitiv den Schritt rausmachen. Philipp, können da Medien helfen? Können Sie, weil Sie natürlich auch Du? positive Bilder präsentieren können. Ja, jedes Medium, ob das nun Zeitungen, Zeitschriften, Internetportale, wer auch immer ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ist einfach Rollenbilder sichtbar zu machen und dass man auch sieht, das ist völlig normal und die Welt geht nicht unter und es passiert nichts Schreckliches, sondern man sieht eben, kann eine ganz normale gesellschaftliche Realität werden. Aber ich glaube, dazu ist es wichtig, dass das auch sichtbar wird. Also wenn ich mir so ein bisschen angucke, wie Fußball insgesamt rezipiert wird, wie es dargestellt wird, dann ist das natürlich so ein bisschen unter den Regeln des Entertainments. Da geht es immer die großen Duelle und selbst so ein Zweitligaduell um Platz 10 und 11 wird irgendwie als die Schlacht der Giganten hochgejazzt. Und du hast natürlich auch die Fußballer als Athleten. Da würde ich mir manchmal wirklich wünschen, dass wir solchen Lebensläufen, solchen Rollen sehr, sehr viel mehr Bild geben. Und das hat natürlich echt nicht nur was damit zu tun, ob jemand schwul oder lesbisch ist, das hat auch was damit zu tun, warum gibt es jetzt gerade nahezu keinen schwarzen Trainer, keinen dunkelhäutigen Trainer in der Bundesliga oder im Profibereich? Warum gibt es so wenig Frauen als Funktionäre auch im Männerfußball? Wenn ich mir den Deutschen Fußballbund angucke, ey, wie wenig Frauen es da gibt. Ich gucke uns das auch selber an, wir sind eine Fußballredaktion und ey, wir haben Wie unter. viele Frauen habt ihr? Ich möchte nicht drüber reden, doch, ich rede drüber. Wir haben vielleicht unter 30 Leuten haben wir 5 Frauen. Und das ist echt zu wenig. Das ist wirklich zu wenig. Da können wir natürlich sagen, die bewerben sich nicht, aber wir müssen mehr danach suchen. Also wir müssen auch selber sehr, sehr viel mehr weibliche Journalisten bei uns einstellen. Also. Aber wie diskutiert ihr zum Beispiel das Phänomen, dass natürlich der Männerfußball der ist, der euch auch das Heft verkauft, aber die Frauen ja auch da sind im Volkssport? Also wir haben tatsächlich eine Diskussion gehabt vor 1,5 Jahren und haben festgestellt, das ist einfach unterrepräsentiert. Es gibt bei uns auch traditionelle Leser, die sagen, ach, mach da doch ein Extraheft für. Hatten wir ja zwischendurch auch mal mit 11 Freundinnen, Ja, aber wir haben ich es habe es jetzt, gelesen. also wir haben es tatsächlich jetzt immer ganz, ganz regelmäßig drin. Also tatsächlich Frauenthemen, also Frauenfußballthemen, aber das ist immer auch ein Prozess. Da muss man auch tatsächlich in der Redaktion Widerstände überwinden. Ich glaube, alle Medien sind gefordert, das deutlich präsenter, deutlich öffentlicher zu machen. Und du hast es auch immer wieder von Sichtbarkeit gesprochen. Ist dann nicht auch tatsächlich ein Ich mag das Wort Outing übrigens überhaupt gar nicht. Das möchte ich an der Stelle sagen. Ich finde das immer ganz schlimm, dass sich Leute angeblich outen müssen, weil sie eine gewisse Liebesform haben. Aber ich benutze es jetzt trotzdem. Aber wäre es nicht dann wirklich für uns ein Riesendurchbruch, wenn nicht irgendwie ein Spieler jetzt wie Thomas Hitzlsperger nach seiner Karriere sich outet, sondern wirklich, wenn sowas wie Act Out oder eben sowas geben würde, Kick Out oder wie, nee, da Kick Out ist wieder was
anderes. Aber wenn wirklich eine Initiative so da wäre, dass da wirklich ein Kollektiv nach vorne tritt und sagt, wir sind es, um wirklich dem Ganzen ein Gesicht zu geben, dass es wirklich die Leute verstehen, nicht nur, ja, nicht nur Spekulationen dazu haben. Das ist ja durchaus schon passiert. Im Kicker hat es eine ganze Menge Frauen und Männer gegeben, die das gemacht haben. Tatsächlich aber niemand, von dem man jetzt gedacht hätte, ey, das gibt's doch gar nicht so. Also da gab es diesen Überraschungseffekt, den man möglicherweise bei dieser Act-Out-Geschichte in der Süddeutschen vielleicht hatte. Ich glaube aber, es ist einfach so, dass uns die Outings oder die Coming-Outs am Ende nicht so wirklich weiterbringen. Mag sein, selbst wenn 50 jetzt sagen würden, wir machen das, wäre es am Ende trotzdem so, dass es eine gesellschaftliche Normalität vorspiegelt, die es im Fußball wahrscheinlich noch gar nicht gibt. Und dann könnte man natürlich sagen, hey, wenn jetzt diese 50 da sind, ist man gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es nicht zu ignorieren. Aber ich glaube, es geht tatsächlich in allererster Linie, und das hat der Ralf ja auch nochmal gesagt, es geht darum, dass wir Strukturen schaffen, ein Umfeld schaffen, in dem das alles überhaupt möglich ist. Und welche Sichtbarkeit brauchen wir dann aber? Also wir brauchen eine starke Sichtbarkeit, wir brauchen eine Sichtbarkeit von Lebensläufen aller Art. Also Hauptsache, sie sind auch anders als der ganz straighte, klassische Lebenslauf eines Fußballers, heterosexuell, mit Spielerfrau an der Seite, an nichts anderem interessiert an Fußball. Also dass wir einfach auch wieder brüchige Biografien haben, dass wir erstaunliche Leute haben, dass wir auch begreifen, dass Fußballprofis männlich wie weiblich nachdenken, dass sie Bücher lesen, dass es nicht nur darum geht, wann man seinen nächsten Trip nach Dubai bucht. Also diese ganzen hölzernen Klischees, die wir von Fußballprofis haben, die könnte man gerne mal aufbrechen. Ich wechsle mal die Sportart. Ja. Darf ich dazu noch mal ganz kurz was sagen? Aber selbstverständlich. Das ist ja. Würde ich gerne noch mal einhaken, weil ja gerade gesagt wurde, dass du das so eine Aktion wie Act Out beziehungsweise ein Outing, ich benutze das Wort jetzt einfach mal, nicht für nötig hältst, würde ich tatsächlich nicht ganz so unterschreiben, beziehungsweise ich habe Act Out selber sehr intensiv verfolgt und ich fand diese Gruppendynamik, die dabei entstanden ist, unglaublich wertvoll. Und wir reden im Sport und gerade speziell im Fußball ja immer von dem einen Sportler, wo man hofft, der eine outet sich endlich und zeigt sich mal. Und das Schöne beim Act-Out war ja diese gemeinschaftliche Aktion. Und ich glaube schon, dass wenn wir das für den Sport schaffen, deswegen arbeite ich ja gerade mit Christian Rudolf auch so ein bisschen daran, Sportler zusammenzuholen, diesen Schritt gemeinsam zu gehen, um diese Präsenz im Sport und im Fußball, aber eigentlich in allen Sportarten zu schaffen, um dann die Vorbilder wieder zu haben. Und ich glaube auch, wenn man gerade sagt, okay, selbst wenn da jetzt kein Bekannter dabei ist oder keiner aus der ersten Liga, der sich das traut, würde ich jetzt mal die These aufsetzen, dass einfach die Strukturen wirklich so verhärtet und so verfestigt sind, dass die Angst da wirklich vorm Karriereende so extrem ist, dass für die der Zug schon abgefahren ist, sage ich mal. Aber selbst wenn wir in diesem, ich nenne es jetzt mal Athletes Out, also einen Act-Out für Sportler, junge Leute ranziehen, die in einer vielfältigeren Zukunftssportwelt leben wollen, dann wäre das ja auch ein super Zeichen und dann können wir auch Vorbilder für uns selber schaffen. Und ich glaube da schon sehr dran, dass so ein Outing viel bewirken würde. Dann würde ich, würd ich tatsächlich mich dann vielleicht mal präzisieren. Ich fände es natürlich ganz großartig, wenn das möglich wäre und wenn man Sportler dafür begeistern und gewinnen könnte. Mein Gedanke war eher auch so, dass ich nur so, gerade in der Vergangenheit ein bisschen das Gefühl hatte, dass immer nur die Sportler in die Pflicht genommen werden. Also mir erscheint tatsächlich dieses Ändern des Umfeldes, das Ändern der Strukturen, offen zu sein, andere Lebensläufe in den Clubs zuzulassen, Menschen auch in die Funktionärsebenen zu bringen, also zumindest als mindestens genauso wichtig. Ich finde, also eigentlich ist meine Botschaft, die eigentlich sehr, sehr nah dran ist an dem, was du sagst, dass wir die Vereine nicht aus der Pflicht entlassen dürfen und die Verbände. Darum geht es mir vielleicht noch. Ja. Ich schalte mich auch mal kurz dazu ein. Gina, bist du das? Ja, genau. Sehr gerne. Ja, genau. Also ich wollte nur sagen, dass es mit dem Outing, dass ich auch das unterstütze, was Dina gesagt hat. Aber dass man einfach vielleicht auch eine Ebene schaffen muss, wo man sich gar nicht mehr outen muss einfach. Also wo es einfach nicht nötig ist und wo man sich so wohl fühlt, dass man einfach sagt, okay, man kann damit offen umgehen, wen man liebt, was man liebt oder wie man liebt, sage ich mal. Und
dass man das gar nicht irgendwie thematisieren muss, dass man einfach dieses Umfeld, wie gesagt, hat, wo man sich wohlfühlt und wo es gar kein Thema mehr ist. Ja, wo sich auch marginalisierte Gruppen in der Mehrheitsgesellschaft zu Hause fühlen. Und das Mehrheitsgesellschaft zähle ich jetzt den Sport einfach mal mit dazu. Ja, das ist ein sehr schönes Plädoyer. Ich glaube, darauf sollten wir auch alle hinarbeiten, dass einfach ganz viel selbstverständlich ist und jeder mit seinem individuellen Lebensstil dann nicht Angst haben muss, für irgendwas stigmatisiert, diskriminiert oder dann auch mit Feindlichkeiten. Wir reden ja hier auch über einen Themenkomplex, der ist ja jetzt nicht nur, dass irgendeiner mal sagt, du bist aber blöd, sondern wir haben hier wirklich Gewalttaten, also die sich auch Menschen ergießen und ehemalige Fußballer, der Justin Fashionu zum Beispiel, ist ja auch so ein Beispiel, der hat dem Druck nicht standgehalten und ist dann selbst, hat sich selbst umgebracht. Also nur so, weil das alles irgendwie zu viel war. Deswegen ist die Problematik schon groß und deswegen das Ziel ist, glaube ich, ganz, ganz klar. So, jetzt mache ich einen kurzen Wechsel, damit wir auch mal Hockey, Eishockey hier reinbringen. Sonst machen wir das nicht besser wie andere auch, die nur auf Fußball setzen. So, Katrin. Vom Eishockey, gespielt von Frauen, kriegt man nicht so wirklich viel mit. Ist es aber, da es so eine Randerscheinung in den Medien ist, ein 1A-Klima, um sich Vielfalt dort entwickeln zu lassen? Ja, würde ich schon sagen. Also die Problematik, die wir hier diskutieren, die haben wir so im deutschen Frauen-Eishockey oder vielleicht auch im Weltverband im Eishockey gar nicht. Weil eigentlich ist es so klischeemäßig, dadurch, dass die Männer Eishockey, ja, das sind die richtigen Machos, also das sind die, die wirklich noch mit der Hand den Baum zerschlagen können. Und da geht man davon aus, wenn eine Frau Eishockey spielt, die ist einfach per se lesbisch. Die Frage stellt man sich gar nicht. Ja, dass das vielleicht doch auch anders ist, das ist für Außenstehende gar nicht zu verstehen. Aber also ich würde behaupten, im Frauen-Eishockey ist man sehr offen, was Sexualität angeht. Da wird auch, also da wird niemand dazu, also da gibt es kein Coming-out, da wird überhaupt gar nicht drüber geredet. Das ist, lieb, wen du lieben möchtest, sei, wer du sein möchtest und hab einfach Spaß beim Sport. Da geht es tatsächlich nur um ein gemeinsames Ziel und das ist, auf dem Eis das zu leisten, was wir leisten können. Und da geht es gar nicht um Sexualität. 0,0. Das Thema ist bei uns ja ziemlich niedrig. Ist kein Thema, aber jetzt hast du auch gerade so von den Männern auch berichtet, das sind dann diejenigen, die da irgendwie die Bäume ausreißen, also ich sage es mal überspitzt, also schwul kann da keiner sein. Nee, angeblich ist keiner schwul, also es gibt nur einen einzigen, ich habe es extra gegoogelt, es gibt wirklich nur einen einzigen schwulen Eishockeyspieler, der sich auch während seiner Laufbahn geoutet hat, der spielt auch immer noch, ist ein Torhüter in Dänemark, ansonsten hat man nie ein Wort gehört. Was kann denn so der Fußball vom Eishockey lernen? Naja, ich würde sagen, also aktuell können wir ja nur miteinander arbeiten, weil auch im Männer-Eishockey gibt es ja niemanden, der sich outet, also in Deutschland ja auch nicht. Und ich mag zu bezweifeln, dass es nicht vielleicht doch den einen oder anderen schwulen Eishockey-Profi gibt. Was das Frauen-Eishockey angeht, wir sind... Ich würde halt sagen, dadurch, dass wir so eine extreme Randsportart sind und keiner medial irgendwie mit der Kamera auf uns zeigt, können wir halt sein, wie wir wollen. Ich für mich persönlich, und ich weiß auch, so denken viele Eishockeyspielerinnen, wir klassifizieren Menschen nicht in Sexualität und in wen sie lieben und wen halt nicht. Und also das gibt es für uns nicht, weil wir so hart für unsere Sportart kämpfen müssen, dass wir einfach immer nur gemeinsam alles machen und das für uns überhaupt kein Thema ist. Und Katrin, musst du dir nicht mal misogyne Sprüche abholen, so als Frau? Ja, doch. Ja, das schon, okay. Also jetzt bin ich fast schon erleichtert. Ja, genau. Du hast nicht angefasst, ihr seid doch alle lesbisch und gibt's da Orgien? Nein, gibt's nicht. Und man fasst sich nicht in der Dusche untereinander an. Also das sind halt so die, aber das sind tatsächlich Sprüche von Männern, die direkt, wenn sie an 20 nackte Frauen denken, okay, das ist eine riesengroße Orgie. Verstehe. Das ist so klassisch. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ich
Ich habe gerade hier aus der Sport Pride, ich kriege irgendwie Sport Pride. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Aus der Sport Pride Crew hat Titus mir auch gerade noch mal ein bisschen Aufklärungsunterricht gegeben in Sachen Eishockey. Denn es gibt da keine Regel, dass Frauen und Männer nicht zusammen spielen dürfen. Richtig, wir Frauen dürfen tatsächlich bis in die höchste Liga mit den Männern zusammen spielen. Also wir dürfen auch DEL in Deutschland spielen. Voll cool. Ja, warum macht das keiner? Doch, es gab eine, Maren Valente, die hat das tatsächlich auch für die Eisbären Berlin gemacht. Die hat ein Spiel gespielt. Ansonsten ist das doch körperlich ein ganz großer Unterschied. Also es gibt allerdings viele Frauen, die noch in der dritten Liga spielen. Also vor allem Torhüterinnen, die das Niveau der Männer da in der Liga haben. Also bei uns ist wirklich, also wenn du die Leistung bringst, dann kannst du auch mit den Männern mitspielen. Also wir spielen so lange, wie es geht mit den Jungs auch. Also bis 16, 17, 18 spielen wir in einer Mannschaft. Es gibt in Deutschland für Mädchen keine eigene Liga. Also wir müssen mit den Jungs auch spielen. Mensch, das ist ja, also wenn man da aus dem Fußball kommt, das ist ja traumhaft. Da muss ja vor der B-Jugend musst du raus, da bei den Jungs, weil das nicht mehr weitergeht. Und das bringt mich auch zu Johannes. Johannes, du hast dich für das Spielrecht für trans, inter, divers eingesetzt mit Erfolg. Warum hast du das denn getan? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich war das Thema schon länger bei uns auf der Agenda. Wir haben uns da ja auch so mit den Sportverbänden von Christian Rudolf auch gut vernetzt und hatten einfach ein paar Vorfälle im Verband. Oder was heißt Vorfälle? Einfach halt ein paar Spieler und Spielerinnen, die ihr Geschlecht gewechselt haben. Und damit musste einfach eine ordentliche Lösung her, die nicht irgendeine Sonderlösung sein sollte, sondern es sollte einfach klar geregelt sein. Da wir die Jahre davor schon immer wieder ein bisschen mit so Sonderregelungen jährlich immer Probleme hatten. Beziehungsweise heißt Probleme, sondern die mussten jedes Jahr neu beantragt werden. Und wir wollten einfach diesen Spielern und Spielerinnen einfach die Möglichkeit geben, ihren Sport ganz normal weiter ausüben zu können, wie sie es davor auch gemacht haben, dass sie das nicht einschränkt. Ich finde das eine tolle Sache. Das Argument, was eben immer wieder kommt, ist ja die Wettbewerbsverzerrung, die dadurch entsteht. Was kannst du diesem Argument entgegensetzen? Ja, grundsätzlich ist es ja mehr oder weniger auch nur eine Laune der Natur. Ja? Es gibt auch irgendwie unter Männern einige, die größer sind und einige, die kleiner sind. Unter Frauen genau dasselbe, die stärker und schwächer sind. Also grundsätzlich ist es nur eine Laune der Natur erstmal. Und dann muss man auch dazu sagen, natürlich sind wir in der Mannschaftssportart ein bisschen weniger von dieser Diskussion beeinflusst, weil einfach die Auswirkungen deutlich geringer sind, als jetzt, wenn man beispielsweise ins Leichtathletik schauen würde, oder ins Schwimmen oder andere Einzelsportarten. Da haben wir bei uns einfach die Diskussion relativ früh abgeblockt, mehr oder weniger, und gar nicht aufkommen lassen, weil wir gesagt haben, der Einfluss ist so gering. Also findest du es nur fair in den Mannschaftssportarten oder würdest du auch sagen, nee, du wärst eigentlich dafür, dass diese Regelung, egal wie sie dann, zu welchen Auswirkungen sie führt, auch überall angewendet wird, auch in den Einzelsportarten? Das würde mich jetzt einfach interessieren, wie du darauf blickst. Ja, also grundsätzlich wäre ich dafür, dass das auch in Einzelsportarten so gehandhabt werden kann. Nur ist da natürlich trotzdem nochmal ein riesiger Rattenschwanz hinten dran, was an Regularien zu beachten ist und sonst was. Also man muss schon da auch differenzieren dann trotzdem noch. Aber grundsätzlich wäre es einfach eine schöne Sache, wenn jeder seinen Sport so ausüben kann, wie er das auch ohne Coming-out, ohne geschlechtsanpassende Maßnahmen auch getan hätte. Wie offen erlebst du denn insgesamt deinen Sport? Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, Hockey ist natürlich immer noch sehr elitär. Ich meine, mir ist vorhin aufgefallen, ich bin hier irgendwie durch Zufall der Einzige, der noch im Hemd da sitzt. Auch bei dem Wetter. Nee, Philipp hat auch ein Hemd an. Okay. Philipp hat auch ein Hemd an. Aber kurze Hosen, also von daher. Ja, die habe ich auch, ja. Nein, also dadurch ist natürlich unser Sport auch noch nicht so offen, wie ich mir das wünschen würde. Aber trotzdem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, nicht nur jetzt durch so eine Aktion, sondern auch durch ganz viele Regelveränderungen, die der ein oder andere vielleicht auch mal mitbekommen hat im Hockey, dass wir relativ offen sind, einfach gegenüber Veränderungen bei uns, sich jährlich irgendwelche Regeln anpassen und damit auch eben solche tiefgreifenden Regeländerungen wie jetzt mit dem Trans- und Inter-Spielrecht. Und das wurde sehr, sehr offen aufgenommen. Bisher habe ich eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Und da sind wir sehr, sehr offen. Ja.
Dankeschön, Johannes. Ich frage jetzt gerade mal in die Regie, gibt es denn schon was wir hier mit in die Runde reinnehmen können aus den sozialen Medien, von Zoom? Aktuell haben wir noch keine Fragen, aber wir haben gerade noch mal darauf hingewiesen und aufgefordert. Genau, also wir melden uns dann gleich noch mal. Dann meldet ihr euch. Okay, dann machen wir hier weiter. Ja, danke schön erstmal schon mal so als kleine Zwischenrunde für all euren Input. Da rattert's im Köpfchen, Philipp. Ja, ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, die unterschiedlichen Perspektiven aus Sportarten auch noch mal zu sehen. Und wir sehen natürlich auch, wie der Fußball natürlich schon so eine Sonderrolle auch noch mal einnimmt. Ne? Also durch diese mediale Beachtung, auf dieses extreme Scheinwerferlicht, das auf diesen Sport gerichtet ist. Wahrscheinlich auch natürlich einfach, weil es inzwischen so ein Zweig von so einer riesigen Entertainment-Industrie ist. Das sind natürlich dann vielleicht andere Kämpfe, die man austragen muss, als beispielsweise im Frauen-Eishockey, wo man vielleicht die mediale Beachtung nicht so hat, aber wo man andererseits natürlich auf der positiven Seite ein wahnsinnig viel liberaleres, offeneres, diverses Klima hat. Also das ist hat dann alles Vor- und Nachteile, ne? Also. Ja, wobei man sagen muss, jetzt im Eishockey gibt es auch einen nicht neu gegründeten, aber es gibt einen Verein, der heißt Hockey is Diversity. Die machen halt auch auf alles Mögliche also jede Art von Andersartigkeit aufmerksam. Mhm. Und da gibt es auch den ein oder anderen DEL-Verein, der eben dort schon die Kooperation eingegangen ist und haben dann die Augsburger Panther, die sind die Saison tatsächlich auch in dem klassischen regenbogenfarbenen Trikot mehrere Spiele auch aufgelaufen, machen sich dafür natürlich stark. Also da geht es generell um Diskriminierung jeglicher Art. Und der Verein versucht wirklich gerade in der Eishockeywelt viel Wirbel zu machen, überall ein paar Ambassadors hinzuschicken, also in die klassischen auch Nachwuchscamps und so, dass da mal eine Frau zu sehen ist und nicht immer nur die Männer. Also da wird schon auch viel Arbeit im Männer-Eishockey geleistet oder im Jungs-Eishockey, um darauf aufmerksam zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es für Männer manchmal vielleicht auch schwerer ist, sich zu outen, das Wort mag ich auch wirklich nicht, als für Frauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Gesellschaft wird es anders aufgenommen, wenn es ein schwuler Mann ist, als eine lesbische Frau. Also da kann man mit vielen Menschen drüber reden und die empfinden das irgendwie als merkwürdiger, wenn sich ein Mann angezogen fühlt, als eine Frau einer Frau angezogen fühlt. Ich hatte ja im Vorfeld auch ein bisschen schon mit ein paar Leuten gesprochen und ich kenne unglaublich viele Mädchen und auch Frauen, die ganz klar heterosexuell sind, die aber tatsächlich ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit der besten Freundin gemacht haben. Also knutschen, anfassen, das ist so irgendwie unter Mädchen und Frauen ein bisschen normaler als unter Jungs. Fluider würde ich es nennen. Es ist fluider an der Stelle. Weil ich bin immer so, das ist, ich glaube, das kann man zu 100% teilen. Und das, was du gerade angesprochen hast, dass es die Männer schwerer haben, das stimmt ja auch. Also wenn man Statistiken bemüht oder Umfragen, dann immer Männer, die sich küssen, werden als eklig wahrgenommen. Also nicht von allen, aber von denen, ich habe jetzt die Zahl gerade nicht parat, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als zwei küssende Frauen. Da kommt dann eher die Assoziation, lass mich mitmachen. Das hat man da eher auf dieser Gegenseite. Du hast gute Punkte angesprochen. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen versuchen, in diesem letzten Drittel, das wir haben, nochmal so einen kleinen Ausblick zu wagen. Wir hatten 2011 auch mal so einen Tatort, egal wie man den jetzt findet, aber da ging es eben darum, dass da auch die Nationalelf thematisiert wurde, was ich sehr lustig fand und auch sehr gut eigentlich. Aber Oliver Bierhoff sagte damals, es sei ein Angriff auf die Familie der Nationalmannschaft, dass sich da das erste getraut hat, so einen Tatort zu senden. Wäre so solch eine Aussage, also damals war die noch, das war 2011, die ist, finde ich, erst so mit den Jahren jetzt so ein bisschen mehr seziert worden, aber damals war die irgendwie, stand die halt so im Raum. Entschuldigung, das habe ich mich verschluckt. Könnte Herr Bierhoff diese Aussage heute noch so treffen?
Ich glaube, vieles von dem dummen Gequatsche, das es so vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren noch gab, wäre heute nicht mehr möglich, was ich auch sehr positiv finde. Ich kann mich an Dokumentationen erinnern, wo sich Leute wie Christoph Daum um Kopf und Kragen geredet haben. In den 80ern und 90ern waren ja so homophobe Beleidigungen auf dem Spielfeld. Paul Steiner fällt einem da sofort ein und andere auch noch gang und gäbe. Also ich glaube, da hat sich das Klima gewandelt so. Gleichzeitig ist es jetzt immer noch nicht so liberal, dass man sagen würde, es ist alles möglich, es ist alles offen, es ist alles so menschenfreundlich gestaltet, dass jeder sich da trauen kann, in all seinen menschlichen Facetten aufzutreten und sich nirgendwo verstellen muss. Ich glaube nur, dass es jetzt tatsächlich klare Ziele geben muss. Also wenn man jetzt wieder so in so einen Hoffnungsmodus verfällt und sagt, ach, das wird sich schon irgendwann liberalisieren und irgendwann wird es der Fußball schon richten. So. Ich habe in dieser Taskforce Zukunft Profifußball gesessen. Und da war zum Beispiel dieses ganze Thema Homosexualität, sexuelle Identitäten und so weiter gar kein Thema. Ne? Es ging um ganz, ganz viel Nachhaltigkeit, Geldverteilung und so weiter. Aber das war kein Thema. Und ich glaube, der Sport und insbesondere der Fußball braucht eine klare Agenda zu mehr Öffnung, verpflichtende Themen. Es gibt ja gerade diese Initiative beispielsweise der Fußballfrauen, die gesagt haben, ey, das kann nicht so bleiben, dass es keine Frauen in den Funktionärsebenen gibt, dass es keine Frauen in den Vorständen gibt. Und ich glaube einfach, es braucht da neben allem Engagement für mehr Liberalität in den Kadern, es braucht tatsächlich ein klares Bekenntnis der Clubs. Also nicht nur ein Bewusstsein, sondern eben mehr auch konkrete Maßnahmen. Wer glaubst du denn ist, weil du gerade immer wieder liberal gesagt hast, wer ist denn eigentlich im Moment im Fußball am liberalsten? Sind es die Fans? Sind es die Verbände, Vereine, Mannschaften? Also ich glaube, dass es erstens wirklich Fans auch sind. Es gibt immer mal wieder homophobe Ausfälle, leider Gottes auch aus den Fankurven. Aber wenn man sich anguckt, wie das in den 80ern oder 90ern in den Fankurven waren, da ist das heute ein Hort der Liberalität und der Weltoffenheit. Also da hat sich schon viel getan. Ich finde, dass es kluge Funktionärinnen gibt, die auch wirklich, glaube ich, eine Agenda haben, die den Fußball öffnen möchten. Katja Kraus fällt mir da sofort ein, also eine der auch ehemalige Frauenfußballerin und inzwischen Funktionärin. Eine, die, glaube ich, kapiert hat, dass der Fußball sich gesellschaftlichen Verantwortungen stellen muss. Aber es gibt natürlich auch in den Clubs, der FC St. Pauli ist natürlich, man nennt ihn immer wieder, aber tatsächlich ein Club, der das relativ rasch begriffen hat. Aber es gibt in ganz, ganz vielen Clubs kluge Leute, die darüber nachdenken, wie das weitergehen kann. Wie ist es eigentlich bei deinem Lieblingsclub? Bei Arminia Bielefeld gibt es tatsächlich viele Leute, die darüber nachdenken, auch was Fußball für eine Rolle spielen muss für die Gesellschaft. Das ist jetzt sicher nicht die Speerspitze der Aufklärung aus Ostwestfalen, aber ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Clubs sich Gedanken machen. Markus Wiebusch singt ja, der Tag wird kommen, habe ich irgendwann auch vor Jahren bei meinem Feature verwendet. Danke nochmal an Frank Leef, dass Sie mir das gegeben haben. Das war vor Veröffentlichung, durfte ich das benutzen. Das war sehr, sehr nett, habe ich mich sehr gefreut. Und mittlerweile, wenn man halt, das sind es auch schon wieder ein paar Jahre her, ich glaube 2014, 2013 war das um den Dreh rum. Jetzt sind wir heute im Jahr 2021. Ich frage mich halt, der Tag wird kommen. Wann kommt er denn? Wann brauchen wir auch Hashtags nicht mehr, die Solidarität bekunden, so schön er auch ist. Hashtags sind immer cool. Aber wann werden wir soweit sein? Das kann ich jetzt auch gerne nochmal auch in die Runde geben, weil es auch sportübergreifend. Einfach mal so ein bisschen in den Himmel gestarrt. Wann glaubt ihr, kriegen wir eine Welt hin, wie wir sie uns vielleicht jetzt alle auch hier wünschen würden? Das Thema greife ich gerne auf, weil ich glaube, gerade aus Verbandssicht, wie bei uns, kann man da schon wirklich viel bewegen. Und ich glaube, dass es nicht nur irgendwo die Spitzensportler sein müssen, die als Vorbilder da irgendwie vorangehen. Und wir müssen sowieso, wie er eingangs schon gesagt hat, nicht davon ausgehen oder beziehungsweise nicht immer auf diejenigen mehr oder weniger einhauen, die sich outen sollen oder sowas, sondern dass das auch in der breiten Masse, auch im breiten Sport, auch in den Jugendmannschaften, dass da dieses Thema thematisiert wird. Und für mich, also gerade für den Transgender-Bereich, würde ich mir einfach wünschen, dass es zu einem Zeitpunkt dann soweit ist, dass jeder, der sich outet, der sein Geschlecht anpasst, der nicht irgendwie die Mannschaft wechseln muss, weil er selber Schiss hat, gar nicht, weil das müsste, sondern weil er selber vielleicht irgendwie gesellschaftlich den Druck spürt, dass er hier nicht mehr bleiben kann, weil er dann gemobbt wird oder sowas, sondern dass jeder für jeden das ganz normal ist, dass man einfach seinen Sport da auch weiterhin ausüben kann, auch wenn man sowas kundgetan hat. Ralf, wie siehst du das eigentlich im Fußball? Würde mich wirklich interessieren, ob dieser Tag mal kommen wird, an dem man das Gefühl hat, jetzt ist alles gut, jetzt hat sich alles wunderbar gerichtet.
ich würde es mir grundsätzlich, oder ich würde es mir sehr, sehr wünschen, und da kommen wir natürlich auch ganz schnell wieder an diesen Punkt mit, dass wir eine Struktur, ein Klima schaffen müssen, in dem sich Spieler, ich spreche jetzt bewusst, ich nutze bewusst jetzt nur die männliche Form, in dem sich Spieler auch sicher sind, dass sie es tun können. Wir dürfen nur eins nicht vergessen, und da muss ich Katrin danken, dass sie das angesprochen hat, weil wenn das Menschen aus dem Fußball raustun, wirkt das manchmal ein bisschen komisch. Wir sind natürlich im Fußball von Männern gespielt auf einem Aufmerksamkeitslevel, das ist ja kaum noch zu toppen im Hinblick auf mediale Berichterstattung, auf Rückmeldungen in den sozialen Medien. Philipp, du kennst meine Tweets, wenn ich ab und zu mal die Mühe mache. Und ich bin jetzt bei weitem ein ganz kleines Licht in diesem großen Kosmos Männerfußball oder Fußball von Männern gespielt, was alleine ich an Rückmeldungen in Anführungsstrichen bekomme. Wenn jemand nur anderer Meinung ist, ich formuliere es jetzt bewusst sehr harmlos, anderer Meinung ist, als so wie ich ein Spiel bewertet habe. Wir wissen alle, was Marcus Rashford in den letzten Wochen und Monaten, also die sich damit beschäftigen, was er aushalten musste, nur weil er sich dafür eingesetzt hat, dass Schulkinder in England in der Corona-Zeit trotzdem noch ein Mittagessen bekommen. Er hat sich mit der Regierung angelegt. Er hat unheimlich eine Welle an Hass entgegengeschlagen bekommen. Und wir dürfen bei all dem, worüber wir hier sprechen, und das ist alles richtig, aber letztendlich sind die Spieler am Ende des Tages alleine und müssen alleine, wenn sie ihr Handy in die Hand nehmen und gucken, was jetzt gerade bei Instagram, Twitter und Co. los ist, müssen sie damit umgehen. Das heißt, wir dürfen nicht nur mannschaftsintern, verbandsintern ein Klima schaffen, sondern wir müssen schauen, wie kriegen wir das dann in den Griff, weil es wird Reaktionen geben. Philipp, du hast vollkommen recht. Ich mache mir gar nicht so sehr Sorgen, dass irgendwas in den Stadien passiert. Wir sind mittlerweile im Vergleich zu den 80er und 90ern schon mittlerweile selbst reguliert auf einem Level, wo ich sage, da habe ich gar nicht so sehr die Befürchtung. Aber in den letzten Jahren sind ganz andere Kanäle dazugekommen, die gerade im Fußball sehr, sehr extrem sind. Ja, danke schön für diese noch erweiterten Gedanken. Hat noch jemand aus der Runde noch dazu einen Input, wer jetzt oder wann ihr denkt, dass wir da weiter sind und wer jetzt vor allen Dingen in der Verantwortung steht? Ich würde vielleicht noch mal ergänzen, dass gerade im Hinblick dieser Kampagne, ihr könnt auf uns zählen, dass es ja ein wirklich guter Zuspruch war und gerade was Ralf jetzt auch noch gesagt hat, dass es dann wirklich im Endeffekt bei den Sportlern hängt. Und die Sportler müssen dann in die Kabine gehen. Sie leben mit dem, wie sie sich präsentieren. Und gerade Fußballer sind medial wirklich sehr, sehr präsent und stehen total in der Gesellschaft als Vorbildfunktion und als der Sport überhaupt irgendwie in der Präsenz. Und wo ich dann sage, gerade wenn wir nochmal auf Act Out zurückgreifen, dieses Gemeinschaftliche, klar, es muss, glaube ich, es gibt, glaube ich, nicht diesen einen Ansatz, den man jetzt verfolgen sollte, sondern man müsste vielleicht von beiden Seiten agieren. Von der einen Seite, wie schafft man die Struktur so zu ändern, dass wir ein Umfeld schaffen, wo sich jeder wohlfühlt, und zum anderen Vorbilder schaffen, Präsenz zeigen von den Sportlerinnen, dass wir von beiden Seiten sozusagen immer näher an Tag X ranreichen. Aber ich glaube, dass wir schon noch ein bisschen Zeit brauchen werden, um eine vielfältige Sportlerwelt erleben zu dürfen. Und jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen. Dina, welchen Teil würdest du gerne dazu beitragen, ganz konkret, damit selbstverständlicher wird? Also vorhin schon ein bisschen angedeutet, ich bin gerade mit Christian Rudolf natürlich in Gesprächen. Also ich war nach Act Out wirklich sehr bewegt und motiviert. Und gerade die Kampagne, ihr könnt auf uns zählen, hat mich einerseits ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es an einem Zeitpunkt geärgert kam, wo ich dachte, ich rede mal weiter. direkt nach Act Out dachte ich, geil, jetzt bewegt sich was, ein Gruppenouting, und dadurch, dass ja auch Teach Out drauf gefolgt ist, also das Outing der Lehrer, und sorry, dass ich jetzt so oft das Wort Outing benutze, ich mag es selber auch nicht so, aber es war nun mal so in den Medien präsent, Church Out ist drauf gefolgt, Kick Out in kleinem Rahmen mit den Fußballerinnen in Berlin. Hatte ich jetzt erwartet, dass daraufhin irgendwie im Sport was anderes passiert oder was Größeres?
Und mit der Kampagne, das war eine super Aktion, aber es ist, wie gesagt, nur dieser Zuspruch und diese Unterstützung. Und ich finde es wirklich schade, dass es im Fußball, wie gesagt, immer noch dieser Nebel um dieses Thema irgendwie drumherum gezogen wird und nicht dieser Durchbruch bisher passiert ist. Deswegen bin ich gerade sehr froh, mich immer weiter zu informieren, solche Gespräche zu führen und gerade mit Christian Sports Out, der Name ist noch nicht Programm, aber ein Outing zu schaffen im größeren Rahmen, wo wir Sportlerinnen und Sportlerinnen die Möglichkeit geben wollen, gemeinsam als Vorbilder agieren zu dürfen, in der Öffentlichkeit sich dann auch zu präsentieren, um dann vielleicht auch direkt strukturelle Verbesserungen in den Raum zu werfen, Richtung Vereine, Richtung Verbände, wie wir gemeinsam eine bessere Zukunft dahingehend erhalten können. Wobei ich auch jetzt schon sagen muss, ich bin schon in Gesprächen mit diversen Verbänden und bislang kriege ich nur positiven Zuspruch. Also ich glaube und hoffe sehr, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren da noch deutliche Verbesserungen sehen werden. Finde ich auch nachvollziehbar. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch eine ganz ambivalente Aktion war, sehe ich jetzt auch so in der Retrospektive nochmal, weil ich fand tatsächlich auch gerade Act Out, also wirklich Schauspieler, die auch durchaus ein Risiko eingegangen sind, um das nochmal ganz klar zu sagen, auf dem Titelbild von einer großen Illustrierten wie dem SZ-Magazin zu sein, sowas zu bekennen, das ist, was ja auch möglicherweise für ihre Joblage nicht völlig ohne Risiko war, das fand ich wirklich wahnsinnig mutig. Mich hat das auch echt sehr bewegt. Ja, also am Ende würde man sich das sehr, sehr wünschen, dass Sportler das auch können und sich auch trauen und das auch machen. Deswegen kann man nur hoffen, dass es jetzt bald passiert. Bald ist natürlich auch mal so eine breite Range von Zeit. Das kann Wochen, Monate, vielleicht dauert es noch Jahre, aber wichtig ist, dass es kommt. Ne? Ja, und ich finde, Entschuldigung, Dina, bitte, nee, ergänze gerne noch. Ich wollte nur mal sagen, dass man sich natürlich wünscht, dass solche Outings nicht mehr nötig sind. Aber ich war da auch im engen Kontakt mit Eva Meckbach von Act Out, die da mitgewirkt hat. Und irgendwo muss man ja sagen, gerade wenn ich das von Ralf nochmal höre, dieses tägliche Leben, was Sportler führen und wenn sie da nicht befreit aufleben können und im Sport eingegrenzt sind, wir sind natürlich irgendwie in einer privilegierten Positionen und kriegen das vielleicht gar nicht so mit, aber wenn wir da wirklich diese Präsenz schaffen können, wenn wir es gemeinsam durch ein Outing dann eben halt mal in die Öffentlichkeit tragen dürfen, wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt. Und ich glaube, da können auch Banden bilden, Kooperationen im großen Stile, die sich gegenseitig stärken, auch was das Öffentliche betrifft. Das kann auch schon Großes bewirken. Und ich glaube, dieser Tage sehen wir auch alle, wie wichtig es eigentlich ist, dass auch Deutschland da vorangeht. Also ich gucke jetzt auch gerade mal in die Nachbarländer rund um Deutschland und auch gerade nach Ungarn, wo verboten wird, dass alternative Familienbilder außer Vater, Mutter, Kind einen Platz finden. Die anderen werden an den Rand gedrängt. Ich glaube, es ist nicht so viel gesagt, wenn ich sage, das ist nicht nur rückwärtsgewandt, sondern das ist menschenfeindlich. Und deswegen finde ich auch, braucht es ein starkes Deutschland, es braucht ein starkes Sportdeutschland, um sich da auch zu positionieren. Und das geht natürlich über alle Sportarten. Ich will da Hockey, Eishockey natürlich ausdrücklich damit erwähnen und alle anderen Sportarten, Einzelsportarten, die es so gibt. Jeder Sport ist wunderbar, aber in Deutschland ist aktuell zumindest der Volkssport, ist der Fußball, über den führen viele Wege. Da wäre es sicherlich doch sehr wünschenswert, würde da einiges passieren. Und jetzt frage ich einfach nochmal ganz voller Optimismus hinein, ob sich jemand getraut hat, sich hier zu beteiligen. Hier beißt niemand, wir freuen uns darüber. Ich habe ja schon gesagt, ich freue mich besonders, weil da muss ich eine Frage weniger stellen. Und an die Regie, an Christian Rudolf, gibt es was für uns? Felicia, ich würde eher sagen, ihr seid so gut, dass ihr alle Fragen beantwortet. Und ganz ehrlich, wir fallen selbst auch keine richtige Frage mal ein. Selbst die Kritik jetzt an der Freunde-Kampagne jetzt kam jetzt auch noch mal ganz kurz zur Sprache. Mhm. Die hätte ich auch so noch mal jetzt vielleicht gestellt. Wie zufrieden ihr letztendlich auch wirklich wart. Also du hast auch vorhin schon erzählt gehabt, dass es nicht ganz einfach war. Und dass da auch nicht alle genauso mitgemacht haben. Und für mich war es auch ein bisschen wenig, weil ich mir schon noch gewünscht hätte, dass von den Sportlern und Sportlerinnen persönlich auch nochmal klare Botschaften kommen und nicht nur über euch.
und über die Unterschriften oder genau. Genau, das wäre halt so nochmal. Und hättet ihr nicht auch nochmal in der Berichterstattung einen Schritt weitergehen können und eben all das, was in den letzten Jahren gerade auf Fan-Ebene auch passiert ist, nochmal deutlicher klarstellen können, vorstellen können. Gerade wenn ich an die queeren Sportvereine denke, die seit über 40 Jahren eben für queere Sichtbarkeit im Sport sorgen und so viel aufgebrochen haben. Das hat mir, glaube ich, noch ein bisschen gefehlt, aber das versuchen wir jetzt auch über die Sportpride. Also von daher, genau. Aber wenn du da vielleicht noch drauf antworten kannst. Also wir wollen der Sportpride ja auch nicht die Arbeit wegnehmen. Nein, tatsächlich ist es so, vielleicht das noch abschließend, dass es unfassbar viele Themen gibt, die man da noch aufgreifen kann. Tatsächlich sind wir natürlich ein Fußballmagazin, das, glaube ich, seine Stärke auch immer darin gehabt hat, nicht zu edukativ, nicht zu belehrend zu sein. Ich glaube, dass tatsächlich gerade der traditionelle Fußballfan, der konservative Fußballfan, dass man da gut dran tut, das so dosiert zu präsentieren, dass die Leute auch nicht denken, jetzt geht es nur noch um homosexuelle Fußballclubs, um homosexuelle Fußballer. Insofern wird das immer jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch ein Thema bei uns sein, großes, auch was schwule Fanclubs angeht, wie viel da an Pionierarbeit geleistet worden ist. Also das kommt alles. Ist allerdings tatsächlich auch wirklich, glaube ich, ein Desiderat von ganz vielen Leuten, dass darüber mehr berichtet wird. Ja, und ich habe ehrlich gesagt auch ein total gutes Gefühl. Also ich kann wirklich sagen, ich habe 2006 zum ersten Mal dazu recherchiert und jetzt sind wir eben im Jahr 2021, ist leider auch schon, oh Gott, ich oute mich dann auch als alt. Aber während in den letzten Jahren da einfach, ich finde, es sich langsam bewegt hat, habe ich jetzt das Gefühl, dass da wirklich sowas geht, dass da immer mehr passiert. Also rund wirst du vielleicht auch damals gelesen haben, Dezember 2006, da auch wurde ja auch einer von 11 Spielern ist schwul und wurde mit 3 angeblichen, glaube ich, Spielern, die man auch kannte namentlich, aber die eben nicht erwähnt wurden, da war ja auch ein bisschen so Hokuspokus irgendwie dabei. Das war alles noch so in so einer Sphäre, wo man nur so spekulativ unterwegs war. Ich finde, es ist handfester geworden, es wird lebensnäher, die Zeit spielt da rein, Wandel kommt auch mit Hilfe von Zeit und darauf können wir auch vertrauen. Und wenn sich das Bewusstsein einkriegt und auch konkrete Maßnahmen rauskommen und sich so vieles bündelt, dann wollen wir doch einfach jetzt optimistisch sein. Und damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir gleich am Ende. Erstmal bei Ralf, Katrin, Johannes, Gina, Dina. Toll, dass ihr mit dabei wart. Es war sehr wertvoll, was ihr mit uns geteilt habt. Und natürlich vielen Dank, Philipp, dir. Du hattest jetzt hier den großen Sprechpart. Das war ganz wunderbar. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön natürlich auch an Sportpride für das Ermöglichen dieser Veranstaltung, an die Partner 11 Freunde und an die Zone. Das ist natürlich sehr wichtig, dass auch starke Partner sowas mit möglich machen. Es sind jetzt noch ein paar mehr da. Mir wurde aber nur gesagt, ich muss für diese Podiumsdiskussion diese Partner nennen. Das habe ich jetzt gerne natürlich auch gemacht. Hast du super gemacht. Und verweise noch darauf, dass es noch weitere Podiumsdiskussionen gibt. Nächste Woche am 26.06. Football has no gender und am 8.07. Qatar, we are watching you. Was für Titel. Und natürlich, und das will ich an der Stelle auch noch erwähnen, ihr könnt alle mitmachen bei dieser Sportpride 2021 und natürlich auch bei dem schon oft genannten Hashtag. Ihr könnt auf uns zählen. Teilt, macht mit, zeigt eure Solidarität, egal wie ihr euch auch selbst identifiziert, ist total wurscht. In diesem Sinne, bleibt sportlich, habt eine gute Zeit, einen schönen Sommer und auf bald mal wieder. Tschüss!